Herzlich willkommen, meine werten Freunde aus Kanada, zum freien Training. Ja, 7. WM-Lauf, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, nach unserem ja doch glücklichen Rennen in Monaco, wo wir zum Glück davon reden können, dass Monaco ja zum Glück schwer zu überholen ist. Sind wir jetzt hier in Kanada angekommen, wo ich eigentlich hoffe, einigermaßen gut dazustehen. Ich erhöhe absichtlich die höchste Geschwindigkeit auf maximal, weil wir haben viele lange Geraden, zum Glück keine wirklich schnellen Kurven. Von daher erhoffe ich mir einfach mal, dass wir nicht ganz so schlecht hier aussehen in Kanada. Mal gucken. Es soll natürlich jetzt auch erstmal regnen nachher, aber erst nach der Hälfte des Trainings oder so. Von daher werden wir schon irgendwie regeln. Ich würde mal sagen, wir gehen auch auf die Strecke, fliegen eine Runde. Wir haben keine Aufgaben oder so, die wir erfüllen sollen. Aber es regnet ja schon. Ich dachte erst bei 51%. So, genau, fahrt mal vor. Natürlich ist ein super Vergleich für mich, denn wenn es gleich ein bisschen regnet schon, nämlich gar keinen Vergleich, aber okay. Ich hoffe ja mal, dass wir hier nicht ganz so schlecht aussehen werden. Eben halt, unser einziges Nachteil wird natürlich sein, dass wir zu lange noch auf den Geraden sind. Allerdings glaube ich, dass wir speziell in den Schikanen ganz gut aufgestellt sind, weil wir so gesehen von den Bremsen her gut unterwegs mehr sind. Mal gucken, was auf jeden Fall jetzt die erste Runde sagt. Auf jeden Fall liegt mir diese Strecke natürlich auch noch um einiges besser. Speziell mit dem Fahrzeug, was hier das Untersteuern wahrscheinlich nicht wirklich gravierend auffallen wird. Button ist jetzt auf jeden Fall die schnellste Runde gefahren. Mal gucken, ob wir überhaupt hier den 8. Gang schaffen. Eigentlich müssen wir es schaffen. Bestzeit wird auf jeden Fall nicht. Allerdings werden wir uns, glaube ich, ganz gut einsortieren. Eine Sekunde hinter dem Red Bull. Mindestens vorläufig eine Sekunde. Ich habe mal ein bisschen, damit der Wagen nicht zu extrem beim Rausbeschleunigen ist, habe ich die Traktionskontrolle zumindest auf Mittel eingestellt. Also ich habe sie nicht auf Voll eingestellt. Weil es doch nachher auf die Dauer doch schon ein bisschen anstrengend mit einem Fahrzeug wie diesem hier, das zu kompensieren. So lange wie es geht noch fahren. Was wir auf jeden Fall schon mal gesehen haben, ist, dass wir im Mittelsektor Zeit verloren haben. Also ich würde mal sagen, die Strecke wird ein bisschen langsamer. Ja, Reifen drehen trotzdem durch, aber man kann es ein bisschen besser abfangen. Ah, ne, die lassen jetzt schon nach. Die Strecke ist, glaube ich, schon ein bisschen zu nass. Ihr habt natürlich nicht diese Reifentemperaturprobleme, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, aber ich sehe es schon hinten. Reifen sind jetzt eigentlich nur noch am Durchdrehen. Oder am Kalt. Ist auch wieder vom Gas. Naja, gut. Ah ja, okay, der ist sogar deaktiviert. Ja, die Reifen, ja. Gut, man sieht's. Die werden einfach zu kalt jetzt schon. Und dann gehen wir jetzt auch mal in die Box. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so früh schon wieder anfängt zu regnen. Ich bis ja da eigentlich nur 51% sind. Und 51% ist eigentlich nur die Hälfte. Kann natürlich gut sein, dass wenn wir jetzt durchsimulieren, bis zum Ende, dass wir noch mal ein paar trockene Runden haben. Es hat jetzt doch ziemlich früh angefangen zu regnen. Kann natürlich auch sein, dass es für die ersten 30 Minuten gedacht war. Müssen wir also mal ein bisschen simulieren. Vielleicht nach 51%, um zu gucken, wieso die Strecke gerade ist. Ob schon aufgehört hat zu regnen. So, lassen wir mal ein bisschen vorlaufen. Wir sind momentan Vierter. Ricciardo Erster, Rosberg, Hülkenberg. Ja gut, hinter Hülkenberg. Hülkenberg ist eben halt ein Punkte. Garant, möchte ich fast sagen. Und von daher sehe ich und vielleicht gar nicht so schlecht. Und das regnet wahrscheinlich noch immer. Oh, letzter Sektor ist doch schon ziemlich langsam gewesen, gerade vor einigen. Das regnet noch immer. Es regnet noch immer. Jetzt hat es zumindest schon mal aufgehört. Wir simulieren nochmal bis 20 vor. Und dann können wir auch nochmal rausgehen. So. Fahren mit demselben Reifen das nochmal. Ja, ist okay. Fliegen eine Runde. Ja, okay, gut. Wahrscheinlich, ja. Aber ein bisschen zu spät. Da war schon der Frontflug ab. Mal gucken, vielleicht ein, zwei Runden fahren, dann reifen wir auf Temperatur. Man bekommt natürlich Temperatur rein. Durch diese Temperatur ist eben halt dann auch wieder schnell raus. Ach, trotzdem haben wir noch auf der Strecke noch unseren Wheelspin gesehen. Die Körbs sind speziell nass. Heute lernen wir, wie gering wir auf nasser Strecke Temperaturen reiben. Die Antwort ist einfach gar nicht. Wir müssen darauf warten, dass die Strecke trocken wird. Aber jetzt glaube ich so langsam für die Strecke trocken, ne? Die Reifentemperatur bleibt jetzt auf jeden Fall auch konstant drin.
Und jetzt hier speziell auf der Kran wieder die Temperatur ab. Schauen wir mal, was jetzt nach dieser Runde für eine Zeit auf dem Konto steht. DRS ist auf jeden Fall noch nicht erlaubt. Ja, sind im Vergleich zur Vorrunde schon mal wieder 6 Sekunden schneller gewesen. Es dauert noch 2-3 Runden, bis die Strecke komplett wirklich hier trocken ist. Speziell, da auch kein Auto jetzt momentan fährt. Hier auf diese langen Geraden bauen die Temperaturen einfach so krass ab, aber wir haben wieder DS zur Verfügung, also die Strecke scheint wieder trocken genug zu sein. Bin ich jetzt mal gespannt, ob wir jetzt gleich schon mal nach dieser Runde wieder vernünftige Zeiten fahren können. Ja, ich glaube, jetzt ist die Strecke schon gut. Also nicht ganz optimal. Gut, so kann man es natürlich auch machen. Und jetzt haben wir hier gleich wieder eine Runde gemein geschafft. Ich werde auf jeden Fall noch eine ranhängen. Mal gucken, entweder wir es noch besser oder nicht. Die Schikane geht auf jeden Fall schon sehr gut. Jetzt fahren auch einige andere raus. Fast sogar meine Zeit dran. Ne? Gut, hier schlängeln wir jetzt diesmal. Ne, oh, man sieht sogar schöne Spuren noch von der letzten Runde. Vielleicht auch die Runde noch ein bisschen besser hinkriegen. Wäre auf jeden Fall schön zu sehen, wenn wir vielleicht Hülkenberg noch schlagen könnten. Nein, passt diesmal. Nie
leider nicht. Okay, na, ich würde mal sagen, das reicht erstmal aus. Wir gehen zurück in die Garage und ich würde sagen, wir beenden vorerst mal auf Platz 3. Boah, vielleicht jetzt auch noch ein bisschen weiter hin, aber 4. Auf Platz 4. Jetzt mal das freie Training. Wir sehen uns wieder zu der Qualifikation aus Kanada.